Cleopatra ist die erste Single des kommenden 9. Weezer-Albums Everything Will Be Alright in the End. Es war eher Zufall, dass ich Wind von diesem Song bekommen habe, aber ein sich lohnender Zufall. Ich kenne mich bisher im Weezer-Kosmos noch nicht so wirklich aus und kann daher absolut keine Vergleiche zu früheren Werken des 1992 gegründeten Rockquartetts ziehen. Wie also wirkt Cleopatra losgelöst von anderen Weezer-Songs auf mich? Diese Mischung aus folkigen Anleihen und Alternative Rock gefällt mir ziemlich gut. Vor allem besticht dieses Lied für mich durch das gelungene Verhältnis von Schlichtheit in der Struktur, also zum Beispiel klare, prägnante Gesangslinien oder keine allzu verfrickelten Riffs und so weiter, und gleichzeitig rhythmischen Details, wie etwa im zum Teil leicht verschrobenen Chorus, der statt eines vielleicht zu erwartenden durchgehenden Viervierteltakts als ein hier im Kontext recht auffälliger partieller Fünfvierteltakt daherkommt, und den sich anschließenden wiederholenden Songtitel mit den vorangehenden Worten You Don't Control Me No More dadurch mitfestigt. Gerade dieser Wechsel von Vierviertelteilen mit dem sich wiederholenden Songtitel und dem Fünfvierteltakt ist ein Paradebeispiel für mich, wie einfach und zugleich zuträglich kleine Rhythmusspielereien für ein Lied sein können, vor allem natürlich im Chorus als Center of Attention in so manchen Songs. Auch die Produktion gefällt durch einen erfolgreichen Stereo-Mix, in dem die einzelnen Instrumente jeweils gut zur Geltung kommen. Der Bass röhrt hörbar im Hintergrund, die Akustikgitarren im Zusammenspiel mit den E-Gitarren und die minimal eingesetzten, aber gerade dadurch besonders auffälligen Violinen, der auffällig unauffällige, aber absolut passende Gesang sowie die stampfenden Drums ergänzen sich zu einem recht vital wirkenden Groove. Gefällt und macht neugierig auf die gesamte Platte. Und wo wir gerade beim Thema sind, Everything Will Be Alright in the End erscheint in Deutschland am 3.10. Eine Möglichkeit zur Vorbestellung, die diesem Kanal indirekt finanziell zugutekommt, findet sich bei Interesse in der Videobeschreibung. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video auf Dave Durden Music. Euer Dave.